Der Blutkreislauf versorgt unseren Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstoffen. Das Herz pumpt fortwährend Blut und treibt so den Blutkreislauf an. Das Herz ist in zwei Hälften aufgeteilt. Die rechte Hälfte pumpt das Blut in die Lungen, die linke Herzhälfte pumpt das Blut in den Körper. Die linke Herzhälfte ist ebenso wie die rechte Herzhälfte in einen Vorhof und in eine Kammer aufgeteilt. Der Blutfluss zwischen linkem Vorhof und linker Herzkammer wird von der Mitralklappe reguliert. Die Mitralklappe ähnelt in ihrem Aussehen der Mitra, also der Kopfbedeckung eines Bischofs, daher der Name. Sie besteht aus Segeln und den an den Papillarmuskeln befestigten Sehnenfäden. Die Mitralklappe öffnet sich, wenn der Herzmuskel erschlafft und das Blut in die linke Kammer fließt. Sobald sich die Kammer zusammenzieht, und deshalb der Druck dort ansteigt, schließt sich die Mitralklappe wieder. Damit wird sichergestellt, dass das Blut nicht zurück in den Vorhof fließen kann. Bei einer Verengung der Mitralklappe, der sogenannten Stenose, fließt weniger Blut bei normalen Druckverhältnissen in die linke Herzkammer. Dadurch staut sich das Blut zurück in den linken Vorhof und bei länger dauernder Erkrankung sogar bis in die Lunge. Das kann zu Luftnot führen. Außerdem vergrößert sich der linke Vorhof und dadurch kann es häufiger zum Vorhofflimmern kommen. Bei einer undichten Mitralklappe, der sogenannten Insuffizienz, fließt bei jedem Herzschlag Blut zurück aus der linken Herzkammer in den linken Vorhof. Das kann bei langdauernder Erkrankung zu Luftnot führen, weil das Blut sich dann bis in die Lunge zurückstaut. Außerdem vergrößert sich der linke Vorhof, was das Auftreten von Rhythmusstörungen, dem sogenannten Vorhofflimmern, begünstigt. Die Rekonstruktion und der Ersatz von Mitralklappen gehört am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen, kurz HDZ, zu den am häufigsten durchgeführten Eingriffen. Somit hat das Behandlungsteam am HDZ NRW große Erfahrung mit der Therapie der Patienten und Patientinnen. Wenn ein Verdacht auf einen Mitralklappenfehler vorliegt, werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Dazu gehört der Ultraschall des Herzens, die Echokardiographie. Diese Methode ist ungefährlich und liefert detaillierte Bilder vom schlagenden Herzen. Es gibt zwei verschiedene Ultraschallverfahren. Bei einem sogenannten transthorakalen Echo wird der Ultraschallkopf direkt auf den Brustkorb aufgesetzt. Wenn der Ultraschallkopf über die Speiseröhre eingeführt wird, spricht man umgangssprachlich auch vom Schluckecho. Dieses Verfahren liefert die besten Bilder von der Mitralklappe und wird häufig für die Operationsplanung benötigt. Vor einer Mitralklappenoperation müssen die Herzkranzgefäße untersucht werden, um Verengungen an den Gefäßen auszuschließen. In der Regel ist eine Darstellung der Herzkranzgefäße mit einem Katheter notwendig. Bei jüngeren Betroffenen ist ein CT der Herzkranzgefäße eine mögliche Alternative. Um die Mitralklappe operieren zu können, müssen das Herz und die Lunge stillgelegt werden. Die Funktion dieser beiden Organe wird während der Operation von einer Herz-Lungen-Maschine übernommen. Das sauerstoffarme Blut wird aus dem rechten Vorhof entnommen und in einen Oxygenator geleitet, der das Blut wieder mit Sauerstoff anreichert und das Kohlendioxid entfernt. Über eine Pumpe wird das sauerstoffreiche Blut zurück in den Körper gepumpt. Sobald die Herz-Lungen-Maschine den Körper ausreichend mit Blut versorgt, wird das Herz mit Hilfe von Medikamenten angehalten, damit der Chirurg an den Herzklappen arbeiten kann.
Die Operation an der Mitralklappe ist über zwei verschiedene Wege möglich. Entweder über die sogenannte Sternotomie, das heißt über eine Durchtrennung des Brustbeins, oder über einen kleinen Schnitt auf der rechten Seite des Brustkorbs zwischen der vierten und fünften Rippe. Dieser Zugang wird auch Schlüssellochchirurgie genannt. Bei der Schlüssellochchirurgie muss die Herz-Lungen-Maschine an den Leistengefäßen angeschlossen werden. Wenn die Arterien zu stark verkalkt sind, ist ein Eingriff über die rechte Seite des Brustkorbs nicht möglich. Dann muss für den Zugang zum Herzen das Brustbein durchtrennt werden. Der Anschluss der Herz-Lungen-Maschine erfolgt über die Hauptschlagader und den rechten Vorhof. Bei einer Insuffizienz der Mitralklappe kann diese sehr häufig repariert werden. Die meistens bestehende Erweiterung der Mitralklappe wird durch den Einsatz eines Kunststoffringes korrigiert. Wenn ein Teil des Mitralklappensegels zu groß wird, spricht man von einem sogenannten Prolaps. Die Mitralklappe wird undicht. Dieser Prolaps wird bei einer Reparatur der Mitralklappe herausgeschnitten und die Lücke im Mitralklappensegel vernäht. Eine weitere häufig eingesetzte Methode zur Reparatur der Mitralklappe ist das Verwenden von Kunststofffäden. Diese werden an dem zu großen Mitralklappensegel befestigt und dieses wird in die linke Herzkammer gezogen. Dadurch wird wieder ein normaler Klappenschluss ermöglicht und die Mitralklappe arbeitet dann wieder einwandfrei. Bei einem Sehnenfadenabriss kann die Mitralklappe ganz plötzlich undicht werden. Der Patient verspürt einen deutlichen Abfall der Leistungsfähigkeit. Auch in diesem Fall kommen Sehnenfäden aus Kunststoff zum Einsatz, damit die Klappe wieder richtig schließt. Muss die Mitralklappe ersetzt werden, stehen biologische und mechanische Klappen zur Verfügung. Bei biologischen Klappen bestehen die beweglichen Klappentaschen aus tierischem Gewebe von Rindern oder Schweinen. Dieses Gewebe ist einerseits sehr gut verträglich, sodass keine blutverdünnenden Medikamente eingenommen werden müssen. Andererseits besitzen sie aber auch eine begrenzte Haltbarkeit und können verkalken. Die mechanischen Klappen können zwar nicht verkalken, aber es können sich Blutgerinnsel an den Flügeln bilden. Daher müssen Patienten mit Kunstklappen zur Verringerung der Blutgerinnung dauerhaft das Medikament Marcumar einnehmen. Beide Klappentypen werden über den linken Vorhof mit filzunterstützendem Nahtmaterial eingenäht. Die Filze sollen das Ausreißen der Fäden aus dem oftmals weichen Gewebe verhindern. Normalerweise schlägt unser Herz gleichmäßig und koordiniert. Zuerst pumpen die Vorhöfe und danach die Herzkammern das Blut. Beim Vorhofflimmern zucken die Vorhöfe nur noch unregelmäßig, da dort viele unkoordinierte elektrische Impulse auftreten. Dies begünstigt die Entstehung von Blutgerinnseln, die beispielsweise Schlaganfälle auslösen können. Im Rahmen einer Mitralklappenoperation kann das Vorhofflimmern durch einen Eingriff im linken Vorhof mitbehandelt werden. Mit einem auf minus 70 Grad Celsius abgekühltem Metallstab wird Gewebe in der Nähe der Mündung der Lungenvenen linienförmig für kurze Zeit eingefroren und damit die elektrische Leitfähigkeit in diesem Bereich dauerhaft aufgehoben. Das sogenannte linke Herzohr ist eine Ausstülpung der Wand des linken Vorhofes. Bei Vorhofflimmern können sich in dem linken Herzohr Blutgerinnsel sammeln und diese können dann mit dem Blutstrom fortgeschwemmt werden und einen Schlaganfall auslösen. Deshalb wird das linke Herzohr, wenn möglich, bei der Operation dauerhaft verschlossen oder entfernt. Nachdem das Herz wieder normal schlägt und die Herz-Lungen-Maschine entfernt wurde, werden zum Ableiten von Wundsekret Drainagen eingelegt und die Wunden mit Nähten verschlossen.
Im Falle einer Durchtrennung des Brustbeines wird dieses mit Metalldrähten am Ende der Operation stabilisiert. Es dauert 3 Monate, bis das Brustbein wieder vollständig zusammengewachsen ist. Durch die Rekonstruktion oder den Ersatz der Mitralklappe kann das Herz wieder effektiv arbeiten. Nur wenn unser Herz möglichst perfekt funktioniert, ist es zu seiner einzigartigen Leistung in der Lage, den ganzen Körper ausreichend mit Blut zu versorgen, Tag für Tag, rund um die Uhr.